Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 21 Koop-Karriere zusammen mit dem Jan bei Dortmund. Jawohl. Ja, ich habe auf jeden Fall Bock, denn Jan ist gesperrt. Ja, das stimmt. Er hatte schon ein paar gelbe Karten jetzt gemacht, also es ist jetzt hier die... Ist es die achte Folge, fünfte, oder? Ja, das ist die achte Folge und die achte gelbe Karte müsste jetzt heute hoffentlich kommen. Aber in dem Wettbewerb Bundesliga habe ich fünf Karten. Hast du fünf und das heißt, es gibt eine Sperre nach 11 Spielen, 5 gelbe Karten. Ja, stattlich würde ich sagen. Also hast du dich auf jeden Fall gut in die Liste eingereiht. Das stimmt, also es ist ein bisschen ist, dafür, dass es ja. Also in jedem zweiten Spiel schon fast eine gelbe Karte. Ja gut, wir hatten eh in Jans, das ist das Problem. Ups. Du bist das Problem. Also gegen Bremen müssen wir übrigens gewinnen, ne? Das wäre schon schön, ne? Ja, genau, die müssen Mannschaft wir gewinnen. Das machen würde. Aber wir spielen eh nicht, weil wir hatten gerade das Spiel in Jans Folge gegen die Bayern und da auch noch, also wir hatten auch Champions League Hinspiel. Wir werden jetzt heute das Rückspiel machen und noch zwei Bundesligaspiele. Also schaut unbedingt bei Jan vorbei, das war eine echt super, super coole Folge. Naja, und jetzt müssen wir mal gucken, dass diese hier genauso cool wird. Also gegen Werder Bremen. Wir sind auf Tabellenplatz 4 geklettert. Wir können jetzt nicht unbedingt viel weiter höher klettern. Aber wir können halt direkt wieder runterfallen. Und deswegen will ich nicht runterfallen. 3, 2, 1, ich drücke darauf und habe Angst. Jawohl, ja. Reus Brand. Ja, nice. Ganz, ganz wichtig. Ja, guck mal, wenn immerhin. Wir sehen, jetzt gegen Freiburg, da sind wir wieder auf dem Platz und da können wir sogar... Da können wir jetzt klettern dieses Mal. Theoretisch. Also wir haben uns schon ein bisschen etabliert jetzt so langsam da oben. Ja, die Rückrunde ist besser als... Schlecht. Das Ende der Hinrunde war halt schlecht und jetzt... Ja, das Ende der Rückrunde muss aber auch besser werden, das ist halt so die Gefahr jetzt ein bisschen. Also Platz 12 Freiburg gar nicht so schlecht, wir haben auch noch Wolfsburg Platz 8 heute in der Folge und dann eben Atalanta Bergamo im Rückspiel, das Hinspiel war ja auch echt krass, also Wahnsinn auf, also ich bin sehr gespannt, was heute passiert. Oh, wer ist das denn? Drei Tore in den letzten drei Spielen. Oh mein Gott. Also ich bin langsam wieder auf dem Aufwärtstrend. Ja, langsam Aufwärtstrend. Also das, da sehe ich mich auf jeden Fall gegen die Breisgauer auswärts in ihrem noch alten Stadion. Naja, egal. Ich bin mal sehr gespannt, wie das läuft und ich hoffe gut. Alter! Alarm! Schlecht. Oh mein Gott! Du bist so schlecht! Das liegt am Regen! Oder an Witzel. Ich habe lange keinen Film mehr geguckt. Ich habe die letzten Tage immer so einen Film geguckt, als ich in die Wohnung eingezogen bin. Oh, Alter, oder? Jan! Du machst gerade einen Roboter. Jetzt! Oh, Karate-Kick. Oh, oh mein Gott, mein Witzel! Gott. Der Axel. Axel Foley schießt das Tor. Junge, wie der abzieht, Alter. Was ist denn da los? Da kennt er gar keine Gnade. Das schmeckt auf jeden Fall, wo der Ball dass der nicht zu dir gekommen ist. Ja. Ja. Sehr gut. Passlock. Okay, jetzt Jan. Jan. Ey, das sollst du nicht mit dem Kuscheln, du sollst Tor schießen. Schießen. Ja, ich hätte geschossen. Also so ein Ball. Oh mein Gott. Oh Mann. Ach Mann, ey. Gelbe Karte. halbe Zeit, 0:0 und ja, also es geht so, wir hätten halt, also wir hatten nicht oh die mein Gott, guck mal, Bayern, Leipzig, unentschieden, wenn wir jetzt das Spiel gewinnen, das wäre so wir geil, wir würden richtig weiter oben rankommen und so, wir müssen es gewinnen. Lauf! Oh Bayern, und ich hol mir den Ball und Bayern führt 2:1, das ist richtig gut eigentlich. Also besser als wir in Leipzig führen. Mann, ey. Geht noch, geht noch. Oh, Leipzig 2:2. Es wäre so perfekt jetzt einfach. Mann. Nein, Jan. Ja, ich habe davor den Ball gefordert. Dann hat er schon wieder die ganze Zeit spielen die noch eine Station gerade weiter, wenn ich fordere.
Das nice. Kann. Was ist das für ein Scheißpass gewesen? Was geht denn. Was ist denn jetzt los? Ja, jetzt ist Freiburg auf jeden Fall da. Oh. Oh ja, setz dich durch. Jan, bitte bleib einfach neben mir. Ich kann nicht. Ja! Oh! Ja. Der war so neben mir, ich konnte nicht passen, ich hatte so Angst. Und der Mike trifft, was ist denn los? Ich wusste auch nicht, wie ich mich bei dem, so wie er gelaufen ist und so, wo ich mich hinstellen sollte oder so, ich hatte auch keine Ahnung, also. Nice! 1-0. Verdient, naja. Geht so, aber es ist nicht unverdient. Es ist nicht unverdient. Und da bin ich auf jeden Fall dabei. Jetzt Axel Witzel. Oh mein Gott. Alter, ey, pfeift doch einen Freistoß. Ist doch du nicht. Blöder Hurensohn. Der Schiedsrichter denkt so, ja, der rutscht bestimmt weg oder so. Alter, ich hätte den so reingemacht. Safe nicht, aber egal. Ich habe mich gerade gedreht, wollte zu dir wieder abspielen. Oh nein, ist meine Facecam hängen geblieben. Weiß nicht, wie lange jetzt schon. Aber ist ja deine Folge, also nicht so schlimm. Er ist immer in meiner Folge. Das wirkt richtig professionell dann. Danke auf jeden Fall dafür, für den Support. Pfeif doch ab. Alter, ja. Yes! Wir haben da Punkte, auch wenn es knapp ist. Das ist total wichtig, ja. Durchatmen, das habe ich mal gesagt. Ja, in dem Spiel habe ich die Tore nicht gemacht. Boah, Bayern, Leipzig, 2-2, tatsächlich so ausgegangen. Richtig nice. Das ist auf jeden Fall nett. Jawohl, Platz 3. Und relativ nah natürlich jetzt dadurch an Bayern und Leipzig dran. Also eigentlich sechs. Die waren mal 12 Punkte weit weg, Leipzig. Ja, das ist der Wahnsinn. Ich meine, gut, jetzt immer noch 5 Punkte, aber ist schon deutlich weniger geworden. Mike trifft beim 1-0 Sieg von Dortmund gegen Freiburg. Und das habe ich in letzter Zeit relativ häufig getan. Heute bist du wieder gefordert gegen Wolfsburg. Platz 8 ist auch kein schlechter Gegner, definitiv. Gegen die haben wir, glaube ich, noch gar nicht gespielt. Und müssen wir mal gucken. Alter, Vater. Wieder der. Ja, ich werde, wie gesagt, langsam richtig stabil, konstant, das stimmt. Richtig gut. Ich lasse aber währenddessen nach, deswegen ist es immer auch nur so ein super knapper Sieg. Also im letzten Spiel hätte ich halt definitiv eigentlich auch ein Tor erzielen können, hab's halt nicht gemacht. Wolfsburg kommt richtig gut das und macht in der 8. Minute das so frühe gut. 1-0. What the fuck. Och man. Naja, ich hatte sowieso vor noch 1-2 Türchen, also ich wollte ja mehrere Schüsse heute, deswegen also das eine Tor ist jetzt, das bremst mich nicht aus. Das hat mich gerade einfach so aufgeregt, dass der mal einen Rückzieher bekommen hat. Der Sack. Ja, Rückzieher sind nicht so gut. Ich kann es nicht immer, nicht wirklich, fast nie eigentlich. Ich kann es nicht. Damn, Alter. Das war eine richtig gute Grätsche. Ja. Der auf der Tribüne hat sich gefreut, dass er einen Ball in die Fresse gekriegt hat. Ach, Dreckspiel, Alter. Die stehen schon wieder so niedrig, so tief am 16er, das ist so hässlich, du kannst nicht richtig Freiraum. Jetzt, Jan. Scheiß, doch die Wand an. Es gibt ich dachte, nicht. Der ist drin. Ja, hab ich auch gedacht. Scheiß Shareplay, ich seh's gar nicht, Alter. Ich hab schon gejubelt halb und dann geht er noch am Pfosten vorbei. Ah, das wäre ein wichtiges Ding gewesen. Oh ja. Oh! Ich hab dich nicht gesehen, sorry. Aber du bist richtig gut dabei. Oh mein Gott! Nee, ich bin so schlecht! Wieso drehst du dich zurück, Alter? Ja, weil ich abspielen wollte. Alter, du bist frei vom Tor. Nur noch der Torwart vor dir und der dreht sich zurück. Alter! Nein, kann passieren. Ist so, passt schon. Ich will nicht flamen.
bin doch rechter Verteidiger. Habe ich doch ausgewählt. Oh Mann, jetzt pfeift der Typ. Wir liegen 1-0 hinten und Jan hat seine Versprechung mit den vielen Toren noch nicht gehalten. Das stimmt. Wenn man Selbstvertrauen hat oder Selbstvertrauen gerade halt nicht hat, das ist halt. Ich hab Selbstvertrauen. Oh Mann, das sagst du, dass das jetzt kommt. Ich wusste ja, auch warst schon, dass er nicht hinten reingeht. Ja, ich weiß, dass es von der Abspielposition nicht gut war, aber der Schussversuch war auch nicht gut. Ja, Versuch war auf jeden Fall nicht schlecht. Ach, so ein Scheißpass. Mist. War zwar nicht schlecht gedacht, aber wir haben es nicht konsequent genug ausgespielt, in dem Fall diesmal ich. Nicht gut gemacht. Letzte Minute, wir haben sogar 2 Minuten Nachspielzeit. Ah, und der wirft einfach nach hinten. Was für ein Blödmann, Alter. Wie kann man so los sein? Jan, du kannst alles wieder gut machen! Was ist das denn? Ja. So hast du ja nicht auch gern gehabt. Oh mein Gott. Ich hab's damals nicht so leicht gehabt. Was heißt leicht gehabt? Immerhin ein Punkt. Später Ausgleich, ganz, ganz wichtig, 2 Tage Pause und Atalanta Bergamo wartet auf uns, auf das Rückspiel. Oh, ja. Uha. Aber Leute. Ich habe auch wirklich schon echt viele Champions-League-Treffer gemacht. Ich meine, es war gerade mein 9. Bundesliga-Treffer, aber ich habe schon 8 Champions-League-Treffer, also das ist total krass, ja. Enorm. Das ist wirklich krass und das musst du heute aber wieder beweisen. Wir sind zu Hause im Signal Iduna Park, ich habe es jetzt fast schon vergessen, gegen Atalanta Bergamo, das Hinspiel auf Jans Kanal in der Playlist oder natürlich auf seinem Kanal unbedingt vorbeischauen. Da haben wir 2-2 gespielt, auswärts. Ist natürlich keine schlechte Ausgangslage für uns, 2 Auswärtstore zu haben, aber ja, es ist halt trotzdem ein Unentschieden, also solange Bergamo jetzt hier ein Tor schießt oder so, wird es halt richtig eng wieder. Das heißt, also ja, wir müssen echt aufpassen. Wir haben ein hartes alles Spiel vor uns und dementsprechend musst du auf gesehen, jeden Fall wieder glänzen. Hast du gesehen, was Piemonte gemacht hat? Nee, habe ich nicht. Was hat 5-1, Alter, gegen Liverpool. Gegen wen haben die? Gegen Liverpool. Ja, moin. Na, schade. 5-1 haben die sich abklatschen lassen. Ich verliere diese Kopfballduelle im Mittelfeld so häufig und du gewinnst die gefühlt immer. Ja, aber dafür vom Tor gewinnst du sie nicht, ne? Ja, weil du kein Kopfballduell machst. Eben. Aber ich kann es auch nicht. Er macht's nie. Und hier mit der Sprungkraft und so macht das halt irgendwie keine Ahnung. Muss er ja, wenn er hier einen Fall luziert, das ist halt schon ein bisschen irre. Alter. Das ist so oder so irre. Wieso hat er wieder mir gepasst? Oh, was? Was? Ja, natürlich. Oh, wahrscheinlich abseits. Ja, glaub schon. Ich hätte mir gut vorstellen können, dass der denkt, ich hätte gefoult. Alter. Oh, jetzt reicht's langsam ist mal. Gelb, ey. Tolloi. Also hör mal. Da beschwere ich mich auch direkt. Das muss eigentlich dunkelgelb gehen. Oh mein Gott, ja. Das ist richtig gut. Oh, ja. Yes, der Torwart hatte gar keinen Plan mehr. Der Torwart hatte gar keinen Plan mehr. Richtig geil. Oh, die Flanke war sick. Witzel, endlich mal von der KI was. Endlich mal von der KI was. Und zu Hause das Tor von Jan mal wieder in der Champions League. Ja, Isaac da bin ich echt ein Torgarant. Also genauso viele jetzt wie in der Bundesliga. Ja, wow. Und das ist auch total wichtig jetzt natürlich fürs Spiel. Ja. Denn Bergamo bräuchte jetzt 2 Treffer, um hier weiterzukommen. Ja, Halbzeit 1-0, wie gesagt, ganz, ganz wichtig hier für dieses Spiel. Und ja, dementsprechend gehe ich positiv hier in die zweite Hälfte auch. Wenn zumindest bei Jan die Fitness wirklich extrem schwach aussieht. Ja. Also Dribblings hast du auf jeden Fall trainiert. Ist lost gerade, ist richtig lost.
Spring to Glory. Ach, ich bin nirgendwo mit meinem Spieler. Oh. Wirklich, also mit meinem Spieler, der ist gerade so, mit dem kannst du gar nichts mehr anstellen. Ja, kann ich natürlich nicht viel mehr draus machen. War eigentlich gar nicht so schlecht. Aber naja, Fallrückzieher jetzt. Ja. Aber ich glaube Kopffall. Oh mein Gott. Gott. Unrealistisch. Oh. Oh. Treff den Kasten in der Champions League einmal nicht so häufig. Ich meine, ich habe ihn auch schon oft genug getroffen. Du bist halt aber nur zu krank. Aber knapp rauschen die Dinger immer vorbei. Naja, wie gesagt, das Ding ist nach dem 1-0 relativ durch gewesen. Bergamo hat es nicht mehr geschafft, da wirklich reinzukommen. Und dementsprechend packen sie das Ganze ja auch nicht. Das Spiel müsste jetzt dann aus sein. Gibt sogar nochmal eine gute Chance. Auch gut dem Anschlusstreffer. 1-1. Tatsächlich. Oh. Wie du es aber schon vorher wusstest. Also ich dachte nicht, dass er den jetzt reinhaut, weil die Grätsche echt gut war. Aber scheinbar hier dann doch nochmal den Treffer gemacht. Auch ein Auswärtstor, aber wir haben zwei und haben dementsprechend das Ganze dann... Naja, so knapp hätte es jetzt nicht sein müssen. Ja, unglaublich gut, dass wir halt tatsächlich dieses zweite Auswärtstor gemacht haben. Ansonsten wären wir jetzt in letzter Sekunde rausgeflogen. Das wäre also auch immer geil gewesen. Boah. Ja, naja, nichtsdestotrotz war es eine coole Folge. Also haben wir auf jeden Fall wieder einiges geschafft. Und ja, in deiner Folge müssen wir auf jeden Fall weitermachen in der Bundesliga. Es passt noch nicht ganz hundertprozentig. Wir müssen gucken, dass wir weiter dran bleiben. Dementsprechend schaut auf jeden Fall, dass ihr auch weiter dran bleibt und die Playlist verfolgt, sowie beide Kanäle abonniert. Macht's gut. Haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao.